Und herzlich willkommen zu Teil 2 des ersten Unboxing-Videos. Ich habe euch eine Dauerwerbesendung, ich habe die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen von everydaydeals.com und habe euch im ersten Video schon diesen coolen Koffer hier gezeigt, habe den mit euch ausgepackt, gezeigt, was der alles drin hat. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was ich mir für ein Bild dazu ausgesucht habe. Natürlich habe ich mir auch wieder ein Bild ausgesucht und noch eine andere Kleinigkeit. Für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, also wenn ihr da bestellt, kommt das in so einer Tüte an und die die Absenderadresse ist in Deutschland, wird aber aus China verschickt. Der Versand dauert circa eine Woche, aber wenn ihr Rücksendung vorhabt, dann tut ihr die Rücksendung nach Deutschland schicken. Das finde ich auch sehr, sehr nice. So, knister, knister. Alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, die verlinke ich euch unten drunter. Ich verlinke euch auch den Koffer nochmal unten drunter. Und ich habe ja Bock, um ein bisschen zugucken. Ich finde das auch so mal ganz entspannt. So Auspackvideos finde ich immer cool. Man muss ja nichts kaufen. Aber einfach nochmal gucken. Und ich habe mir zwei Sachen ausgesucht. Und zwar einmal ein Bild und nochmal ein Stift. Und das möchte ich mit euch auspacken. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit dem Stift an. Man hat ja immer diese einfachen roten Picker dabei. Und ich habe mir jetzt einen etwas größeren ausgesucht. Der sieht so aus. Der kann man auf beiden Seiten öffnen. Da hast du einmal hier so einen Picker. Da machst du Wachs rein. Genau. Und andere Seite hast du schon Wachs dran. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Und das müssen wir mal unbedingt ausprobieren zusammen. Ob der wirklich den Stein aufpickt. Das weiß ich nämlich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Und ich finde, der liegt auch gut in der Hand. Du hast ja bei den anderen... Ich zeig's mal noch als Beispiel, die dabei sind, die sehen halt einfach nur so aus. Die sehen halt langweilig aus, ne? Und wenn du viel Diamond Painting machst, dann willst du irgendwann auch mal ein bisschen was Stylisches haben. Und es gibt unwahrscheinlich viele Stifte in den Shop, die auch richtig cool aussehen. Ich habe mich jetzt aber für den entschieden, weil hier einfach schon das Wachs vorne dran war. Und ich mir hoffe, dass ich mir dadurch immer dieses Wachsauffüllen ersparen kann. Ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert, weil ich habe es noch nicht ausprobiert, weil wir packen das ja jetzt hier erst zusammen aus. Das ist der Stift. Der hat 5,96 Euro gekostet. Kostet der umgerechnet. Geht. Die haben noch viele andere Stifte. Kommt hier in so ein cooles Röhrchen halt, wie gesagt. Ne? Also, ja, finde ich schon mal sehr nice. Und dann habe ich mir noch ein Bild ausgesucht. Und zwar ist das hier drin. Ich müsste jetzt normalerweise die Kameraeinstellung ändern. Mache ich jetzt erstmal noch nicht. Wir packen das jetzt erstmal so aus, dass ihr mich seht. Ich mache es mal auf. Und das ist ein, das nennt sich Glowing Flower. Das hat gekostet 15,90 Euro. Und was ist das Besondere an dem Bild? Das ist nicht, ja, das ist halt ein Bild. Ah, seht ihr, das habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll. Da habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Ach so, du musst die ausschneiden danach. Und zwar ist das so ein Bild, das ist so ein Dreier-Set, Vierer-Set. Ich zeige es euch mal von da. Könnt ihr da sehen? Glowing Flowers nennt sich das. Ich mache es mal so. Sieht cool aus, oder? Und wenn du die geperlt hast, ich dachte, da kommen vier einzelne, aber die sind alle so zusammen. Und wenn du das fertig geperlt hast, dann schneidest du dir das aus und hängst das im Bilderrahmen. Und dann hast du wie so eine, wie so ein Viererbild. Hier oben kann man das sehen, da sind die ein bisschen einzeln. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich packe mal hier jetzt ein Foto vom Shop rein, dass ihr das seht. Genau, also ich fand es mega, mega cool. Also total toll. Genau. Ich hoffe, das ist auch wirklich Glowing Flowers, wie sie es gesagt haben. Wir haben hier 24 Farben dabei. Genau. 24 Farben. Und ich denke, das lässt sich auch schnell perlen, weil man viel den Mehrfachsetzer nehmen kann, weil man hier einfach viele einfarbige Flächen hat. So, wir gucken uns mal die Steinchen an. Die kommen wieder hier in so einer Box. Dabei hast du auch wieder Stift, Schiffchen und Wachs. Das ist immer dabei. Ist nur ein Einfachsetzer dabei. Und dann machen wir mal die Steinchen auf. Genau, die sind auch wieder extra verpackt. Plastikmüll ist klar. Genau, das sind die Steinchen. Nochmal eine Wandrolle hier. Gucken wir mal hier ein bisschen was Braunes.
Das ist jetzt nicht so pinkig, wie ihr das jetzt hier seht. Was Rotes. Genau, lila Töne, Magentatöne sind da. Das ist so ein Bordeaux-Rot. Hier nochmal so ein Braunton. So ein helles Rosa. So ein Ockerton ist dabei. So ein Bordeaux-Art. Was Helleres. So ein Gelb-Art, so ein Gelbton. Nochmal so ein Braunton. So ein Grünton. Das ist ein Grün. Das sieht bei euch ein bisschen braun aus, aber grün. Und dann halt ganz viel von der Nummer 2, was dieses W ist, was ich euch gerade gezeigt habe. Eine ganze, ganze Menge. Und hier schon wieder eins, das ist eine andere Farbe. Genau, und hier sind noch mehr Farben, und noch eine Reihe. Noch ein paar Lilane, genau. Also schöne Farben, muss ich sagen. Runde Steinchen. Genau, alles gut beschriftet. Ja, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter. Und 1 bis irgendwann. Und genau, man kann auch auf dem Bild gut die alles erkennen, die Nummern, was wohin kommt. Alles super zu sehen. Guter Druck. Das ist auch keine Klebefolie, das ist halt flüssiger Kleber, dieser Gießkleber. Genau, da solltet ihr auch unbedingt darauf achten, wenn ihr irgendwo ein Bild bestellt bei irgendeinem Shop, dass das auch, dass da keine Klebefolie drauf ist, weil die hat die Angewohnheit, dass die immer so Falten wirft. Dass das jetzt hier Falten macht, ist die Folie, die man sowieso abzieht. Genau, die Klebewirkung ist gut. Klebt super. Also wirklich, ich kann bei den Shop, ich bin super zufrieden mit dem Shop. Ich habe da ja auch mir schon selber ein Bild geholt, dieses Disney-Bild. Das habe ich mir ja bestellt nach meinem ersten Unboxing-Video, weil ich mich selber damit angefixt habe. Hab ich mir ja so ein Bild bestellt. Also ich habe da selber auch schon bestellt, so ist nicht. Und auch selber bezahlt. Und ich bin super zufrieden mit dem Shop. Also echt jetzt. Das ist alles super erklärt. Die Drucke sind super. Man kann alles wunderbar erkennen. Also ich hatte noch keine Probleme. Die Steinchen haben bis jetzt auch immer alle gereicht und hat auch immer geklebt. Und ich habe ja auch mit euch schon zusammen mal ein Bild fertig gemacht von der Firma. Genau, und das ist das, was ich mir ausgesucht habe. Jetzt hatte ich überlegt, das mit euch anzufangen und die Kiste zu füllen. Aber das mache ich jetzt erstmal, glaube ich, nicht, weil. Oder doch? Oder nicht? Ja, weil ich habe jetzt gerade nämlich kein Stativ hier. Ich kann die Kamerarichtung nicht ändern nach unten. Das ist das Problem. Egal. Ihr seht das. Ich halte euch auf dem Laufenden im Podcast oder wie auch immer, wann ich das anfange, wann ich das anfange. Ich denke mal, ich werde das auch noch zwischendurch anfangen. Und das hat ja 24 Farben. Das heißt, in dieser Kiste kann ich noch ein anderes Bild reinmachen. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben hat er mein Disney-Bild. Muss mal eben gucken. Das war ja auch von Evidence 22, seht ihr? Das heißt, ich kann diese beiden Bilder komplett in der Box reinmachen und beschriften. Das ist mein Disney-Bild übrigens, auch von Everyday Deals. Das habe ich selber bezahlt. Da geht es immer so nach und nach voran. Genau. Das kriegt ihr auch da in den Shop. Also auch super. Ich finde das voll süß. Ich mag sowas. So ein bisschen verspielt. Genau. Ja. Genau, das war also das, was ich mir aktuell ausgesucht habe bei everydaydeals.com. Habe ich schon gesagt, was das kostet, das Bild? Ja, ne, 15,90 € hat das gekostet, genau. 80 mal 40 grob. Das heißt, das ist ein bisschen viel, ey. Man perlt die, schneidet die aus, packt die im Rahmen rein. Da muss man halt mal gucken, dass man auch mal die passenden Rahmen bekommt. Und dann hat man so ein geteiltes Bild, ne? Ich finde sowas ja total cool. Ja. Also ich bin super zufrieden. Die Leinwand ist okay, ist perfekt. Also da bin ich jetzt auch gar nicht so wählerisch, was die Leinwände anbelangt. Also alles gut. Ich fixe mich selber an mit diesen Videos. Das ist ein ganz blödes Problem eigentlich. Aber wir haben ja noch nicht genug Hobbys. Und können wir uns ja noch ein paar dazulegen. Ist ja nicht so schlimm. Und der Stift, wie gesagt. Produkte verlinke ich euch unten drunter. Und ja, das waren jetzt zwei Unboxing-Videos. 10 Minuten ungefähr in etwa. Knackig kurz, aber ich habe alles Wichtige gesagt. Wenn ihr Fragen habt,
Kommentare damit unten rein und versucht den Code noch. Schreibe ich euch auch unten in der Infobox, Cindy für 10%. Probiert das aus, ob das noch geht. Und ja, das war's fürs Unboxing-Video. Heute perlen wir mal nicht zusammen, sonst mache ich das ja immer. Heute habe ich euch einfach nur mal die aktuellen Sachen gezeigt, die ich so bekommen habe. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit Unboxing. Erstmal, ich habe jetzt erstmal alle anderen Anfragen soweit ignoriert oder abgelehnt. Genau, weil ich baue mich ja hier selber mit Bildern zu. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich muss ja auch mal ein bisschen was fertig kriegen zwischendurch. Und ja. Vielleicht verlose ich auch mal eins. Vielleicht lasse ich mir noch mal was zuschicken und verlose das an euch. Aber da muss man wieder den Geschmack der Masse treffen, ne? Das ist auch nämlich wieder so eine Sache. Ich muss mal gucken. Wenn die mir noch mal anbieten, jetzt diese Firma everydaydeals.com, dann suche ich ein Bild aus und verlose das an euch. Das mache ich dann nicht selber, das verlose ich dann an euch. Also bleibt dran, folgt dem Kanal und dann. Die schreiben mich bestimmt nochmal an. Und dann habt ihr die Chance, auch mal so ein Diamond Painting Bild zu gewinnen. Und vielleicht noch was dazu. Ich muss mal gucken, denn, ne? Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Bleibt mir treu. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit im nächsten Podcast. Und bis dahin, habt einen schönen Tag.